Check, check. Wer muss cutten? Wem wünsche ich jetzt, wem wünsche ich alles Gute? Echt du? Na dann probieren wir das doch mal. Wann darf ich Kaffee trinken? Wann ich will? Geil. Dann trinke ich am Anfang. Herzlich willkommen zum ersten Wort zum Montag im nicht mehr ganz so neuen Jahr. 2024, wenn wir hier in die Welt gucken, passiert gerade was mega Geiles, speziell hier in Deutschland. Und zwar sind so viele Menschen auf der Straße wie schon lange nicht mehr, und zwar genauer seit der Wiedervereinigung. Und warum sind sie das? Weil sie Stellung beziehen. Weil sie Stellung beziehen gegen rückwärtsgewandte Weltbilder, gegen ausgrenzendes Gedankengut und gegen Politik, die wir so einfach nicht wollen. Und das finden wir im Heimathafen total geil und wollen das ermutigen, wollen das gutheißen. Und es passt auch sehr, sehr gut zu dem Jahresmotto, was wir uns für 2024 gegeben haben. Unser Jahresmotto ist Break Even, Break Evil. Break Even heißt, wir müssen ökonomisch und kaufmännisch hier gute Arbeit machen. Wir haben uns im letzten Jahr ein Riesenprojekt vorgenommen. Wir sind in eine 10-fach größere Location gegangen. Natürlich müssen wir das jetzt unter die Füße kriegen. Wir müssen schauen, wo bleiben wir kaufmännisch, dass wir ökonomisch versorgt sind. Und auf der anderen Seite wollen wir da aber nicht Schluss machen, sondern wir wollen auch noch Break Evil mit unserer Arbeitszeit und mit unserer Lebenszeit tun. Wir wollen mitarbeiten, das Böse in die Schranken zu weisen, und wir wollen auch mitarbeiten, das Gute in die Welt zu bringen. Und dafür soll der Heimathafen da sein und dafür soll 2024 das Jahr sein. Und ich glaube, ehrlich gesagt, geht es uns allen so. Natürlich müssen wir uns versorgen oder unsere Liebsten versorgen und müssen schauen, dass wir ökonomisch versorgt sind. Auf der anderen Seite ist das, was wir arbeiten, das, wo wir den größten Teil unserer Arbeitszeit reinbringen, neben Schlafen, extrem entscheidend. Und es wäre doch ein geiles Vorhaben für dieses Jahr, das in Dinge zu investieren, die uns auch wert sind. Wir als Heimathafen-Team haben gemerkt, dass wir diese Spielfläche, die wir hier im letzten Jahr gebaut haben, 3000 Quadratmeter, ein unfassbar schönes Gebäude mitten in der hessischen Landeshauptstadt, dass wir die nutzen wollen, wirklich als Spielfeld, um das Gute mit in die Welt zu bringen. Wir wollen Ökosysteme bauen, in denen Gutes entsteht. Egal, ob das Sozialunternehmungen sind, die hier gegründet werden, ob das gute neue Initiativen sind, die sozial innovativ sind, die den Zusammenhalt stärken. All das wollen wir tun und wir wollen euch auch gleichzeitig einladen, Teil davon zu sein. Ihr könnt das einerseits, indem ihr entweder in diesem spannenden Jahr unseren Kanälen folgt, die sind überall angegeben, folgt ihnen überall und seid dabei. Ihr könnt natürlich Teil des Teams werden und gerade im Comms-Team, also die Communications, die Menschen hinter der Kamera, sind gerade 2 Positionen frei, auch das schreiben wir euch unten rein. Und am besten ist es, ihr kommt vorbei, trinkt einen Kaffee und seid bei einem unserer Hot Picks, unseren Event-Empfehlungen für den Monat Februar dabei. Und zwar am 14.02. starten wir den Tag mit einem Gründerfrühstück. Da kommen meistens 30 bis 40 Startups, Gründungsinteressierte und Supporter vorbei. Also seid dabei beim Connecten, beim Gründerfrühstück am 14.02. Der Tag geht weiter und geht über in den Wiesbadener Gründungstag. Ein Ganztagsworkshop für alle von euch, die in der frühen Phase der Gründung sind und so Basic-Infos brauchen über Rechtsformwahl, über steuerliche Fragen und auch gute Vorbilder und Vernetzung brauchen. Da seid ihr sehr gerne dabei. Und ein ganz großes Highlight, auf das ich mich persönlich sehr freue. Wir wollen im Heimathafen als Ökosystem natürlich Leute unterstützen, die Projekte und Unternehmen gründen, die die Welt besser machen. Und wir haben eine ganz große Ikone dieser Szene hier. Am 29. Februar wird der Recap und Rebowl Gründer Florian Pachali himself hier vorbeischauen für den ersten Impact Fireside. Das ist so eine Art Kamingespräch. Florian wird mit uns viel teilen über die Backstory zu Recap. Ja, uns einfach nah ranlassen. Daher seid herzlich eingeladen. Kommt im Februar vorbei im Heimathafen, egal ob Coworking, Event oder auf dem Kaffee. Alles gut, Hauptsache ihr seid dabei und nutzt euer 2024 to break even and to break evil.